Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier nach einer halben Ewigkeit mal wieder zu einem Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin ziemlich froh, dass ich nach der langen Zeit endlich mal wieder ein Video machen kann. Und ja, es haben mich sehr viele Freunde und Kollegen gefragt und auch Zuschauer. Hey, hast du nicht mal Bock, wieder Arma 3 altes live zu zocken? Wir haben ja auch einen coolen Server, auf dem wir spielen. Den Trailer habt ihr ja gerade schon gesehen. Es gibt hier echt ein paar ziemlich coole Highlights, habe ich mir gedacht, ja komm, probier es einfach mal aus. Und ich habe schon ein paar Stunden gespielt und muss sagen, es hat echt sehr viel Laune gemacht. Und ein paar Highlights werdet ihr gleich auch zu sehen bekommen in dem Video. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Marktplatz. Ich wollte euch hier nochmal so ein bisschen so von oben zeigen, dass ihr mal so drüber schauen könnt. Ist ziemlich cool. Da hinten gibt es ein Einkaufszentrum. Könnt ihr auch noch alles gerne selber erforschen. Wenn ihr auch Bock habt, kommt gerne auf den Server vorbei. Ich freue mich auf jeden von euch. Und ja, dann kann man mit Sicherheit sich auch mal im Spiel begegnen. Was ihr ja auch im Trailer schon gesehen habt, was ziemlich cool ist, hier gibt es so eine Mauer, so eine Art Grenze, wo die Rebellen dann gar nicht so einfach hier in die Stadt kommen. Das heißt, die Zivilisten sind auch weitestgehend sicher. Diese Grenze muss natürlich auch verteidigt werden. Das hat man auch schön im Video gesehen. Das werden wir aber auch noch alles erleben. Ich werde das auch noch mal aufnehmen. Ich habe mir gedacht, ich werde für die nächsten Folgen das so machen, dass ich einfach zocke und so ein paar Highlights von dem, was so passiert. Also ich nehme die ganze Zeit nebenbei auf und so ein paar Highlights schneide ich dann einfach mal raus und zeige sie euch. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt mir das in die Kommentare. Und mich würde sowieso interessieren, wie lange seid ihr schon dabei? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dort für Nachrichten schreibt. Lasst uns einfach dieses Video hier nutzen, um mal ganz aktiv auch ein bisschen miteinander zu kommunizieren. Ich schaue mir die Kommentare an, versuche auch dem wichtigen oder sinnvollen Kommentaren von euch zu antworten. Freue mich auf jeden Fall darauf. Und falls ihr Bock habt, aktiv dabei zu bleiben, könnt ihr gerne auch den Channel wieder abonnieren. Also es wird jetzt mal wieder was geben. Ich hoffe, der ein oder andere hat dann auch richtig Bock darauf. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem weiteren Videomaterial. Die Lagerhalle vorne rechts. Da fährt er gleich an. Pumps mit dem LKW oder mit dem Heli? Helikopter. Der hat sich schon gerade da über dieses Dorf geflogen, wo ich schon meine Waffe gekauft habe und so alles. Da ist er wohl schon drüber geflogen, über die Stadt. Da habe ich ihn schon gehört. Aber ich dachte, du wärst da mega weit weg gewesen, aber irgendwie warst du doch ziemlich nah. Oder der Heli ist einfach so laut, dass man den gefühlt 8 Kilometer weit hört. Das ist ein Überfall. Überfall! Los, Geld her! Ja, was ist los? Ich hab einen geheimen Tipp bekommen, dass sie hier ganz, ganz teure Ware transportieren. Ja, nee. Ja, nee, ist klar. Dann krieg ich von meinem Chef nicht nur einen Kopf ab, da krieg ich alles ab. Ja, und was mit meiner Familie? Ich wirklich ein Pazifik. Also Sie müssen mich verstehen, ich stehe unter Druck. Von dem Hai gefressen. Ja, ich auch. Ja, aber mit dem Unterschied, dass ich das Gewehr in der Hand habe und Sie nicht. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ich habe gerade schon gesagt, um meine Familie zu retten, würde ich Ihnen auch die ganze Ladung abnehmen. Aber das finde ich auch ein bisschen zu krass. Ja, das Gewehr ist mir scheißegal eigentlich, weil ich habe keins, ne? Und das Problem ist, meine Familie steckt unter Scheiße. Ja, was machen wir jetzt? Ne? Sie haben ein Gewehr, ich habe keins. Ne? Viertel habe ich schon jetzt weggebracht. Jetzt bin ich doch Arsch, ne? Ja, aber immerhin hat mein Partner... ich sollte sie nur ablenken. Also, das hat alles funktioniert. Und ich musste das Kerosin noch bezahlen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, so ist das manchmal. Ja, ja. Dafür habe ich jemanden auf dem Weg aufgelesen. Ja, ich habe gehört, sie haben Probleme mit ihrer Familie. Ich habe hier einen Arzt aufgelesen, der kann vielleicht ihre Frau einschläfern lassen oder so. Nee, das kann doch nicht. Ihre Frau einschläfern lassen. Ein Buschscooter. Das wäre, Stoff, den wir nehmen. Super. Super Tubi. Nee. Doch also. Nicht. Nee. Okay. Dann schleppe ich was anderes ab. Ja, machen Sie. Nee, nicht den. Sind wir jetzt reich?
Aber ich hab mir schon gedacht, dass du irgendwie sowas vorhast. Deswegen habe ich die ganze Zeit versucht, ihn einfach nur abzulenken und zu nerven. Ah, der hat das hinterher gemerkt. Der hat den hinterher zugemacht. Ja. Aber trotzdem ein guter Schnitt. Aber der hat echt hart durchgehalten. Der hätte nichts rausgerückt, glaube ich. Was macht man eigentlich in so einem Fall jetzt irgendwie, wenn man jemanden überfällt? Darf man den dann irgendwie einfach ausrauben? Kann man das dann irgendwie trotzdem aus dem Fahrzeug irgendwie klauen oder so? Letzten Endes, wenn du den hinterher richtig ernsthaft bedrohst, muss er dir letzten Endes, oder du erschießt den notfalls. Und wenn das so ist, kaufst du dir Dietriche und knackst das Fahrzeug. Ah, okay. Schneller, schneller, schneller. Was ist denn mit ihm los? Bleib mal stehen, was hat er denn? Der ist ja komplett irgendwie hängen geblieben oder so. Ja. Vor allem, der joggt jetzt den ganzen Weg irgendwie bis in die Stadt oder was macht er? Keine Ahnung. Pass auf, ich fahr jetzt mal in den Grenzposten rein und guck, ob da Cops sind. Nicht, dass wir ja, das klingt nach einem Plan. Aber Rainer, du hast die Route abgesegnet. Also ich habe dir vertraut. Rainer ist stur. Scheiße, ich hab Crash gebaut. Ah. Ja, toll. Ja, sieht aber... Deswegen sollte man nie Pantyshot als Speer arrangieren, wenn man schon Drogen farmt. Das geht in die Hose. Er baut einen Unfall. Hier stehen Cops drin, Jungs. Also sie bleiben brav stehen. Fahrt mal einfach durch, vielleicht bleiben die ja auch einfach stehen. Ja, aber das kann doch jetzt nicht sein. Ich meine, ja, das ist doch... Ihr müsst da raus. So. Ja, wir können um 22 Uhr locker farmen gehen. Da wird nichts passieren. Ist klar. Und er sagt einfach nichts dazu. Jetzt knallt er einfach durch. Ja, ist klar. Ist ja überhaupt nicht auffällig so. Scheiße. Was machen wir? Die sind hinter euch. Ja, ist ja klar, dass die da sind, Junge. Wir sind um 23 Uhr oder so am Farmen. Ja, und wir sind der einzige LKW, der in deren 2-Stunden-Schicht da durchfährt. Also ich meine, was soll denn anderes passieren, bitte? Also mich haben sie nicht angehalten. Ja, wahrscheinlich weil die auch nicht gecheckt haben, dass du der Speer warst. Ja, toll, dann bleib mal lieber stehen. Ja, bleib stehen. Ja, notfalls wollte ich euch da irgendwie raus. Hier von etwas außerhalb. Könnt ihr mir bitte unbewaffnet aussteigen? Ah, super. Ja, ist kein Problem. Wir haben sie gar nicht gehört. Wir haben gerade so schön laut Radio gehört, deswegen, da waren wir schon total verwirrt. Wir dachten schon, die Melodie des Radiosongs hätte sich geändert, aber dann stellten wir plötzlich fest, irgendwas stimmt nicht. Guten Tag, Schönen guten Tag. Ist denn der Fahrer von diesem LKW-Wesen, von den dreien? Das ist mein Mechaniker und Chauffeur hier, der Herr Blödsinn. Blödsinn? Ja. Könnten Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Ausweis, also das. Kannst du auch reden, Rainer? Rainer Blödsinn. Ja, natürlich. Okay. So, ich stelle mich erstmal her bei Ihnen. Der Polizeikommissar Anwart, mein Name. Herr Meier. Und achso. Ich dachte, Sie heißen Herr Polizeianwärter. Das wäre ein sehr merkwürdiger Name. Schön, mein Ausweis. Mein Rang ist Polizeikommissar Anwärter. Achso, okay. Ja, gut. Das, alles andere wäre ja auch sehr merkwürdig. Bitteschön. Ja, danke schön. Aber mein Gesicht kennen Sie ja, ne? Das ist ja nun mal selten bekannt. Wie bitte? Ich habe Sie gerade akustisch nicht verstanden. Ja gut, jetzt sage ich jetzt mal nichts. Was haben Sie denn vor mit dem großen LKW? Sie hatten mich nach etwas gefragt. Ich hatte das nur nicht verstanden. Erschöpfen von dem Herrn da vorne. Ja, ob ich Ihren Ausweis einmal sehen könnte. Ach, mein Ausweis?
Ja, warten Sie, da muss ich mal eben ganz kurz in der. Ich habe das. Also, Sie müssen das so verstehen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Dieben etc., die mir das Portemonnaie immer geklaut haben. Deswegen tue ich das in den LKW immer ins Seitenfach. Ich muss das mal eben raussuchen, dann bin ich gleich wieder da. Anwärter, Anwärter. Ja, bitte. Setz dich mal ins Auto kurz. Ich gebe dir kurz einen Schlüssel. Benjamin? Windows-Taste. Aber der schickt den Anwärter jetzt weg. Ich mache mit dem Typen ein Angebot, dass er illegale Wetten machen kann mit dem das Kokain zum Dopen von unseren Pferden auf Grad. Alles klar. Was ist das für eine Ausrede? Eine, die voll funktionieren wird, hoffe ich. So. Ja, ihr Kollege, ich habe hier gerade meinen Ausweis aus dem Auto, also Quatsch, aus dem LKW rausgeholt. Könnten Sie eventuell meine Adresse überprüfen, weil ich habe beim Antrag von dem Ausweis, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mich da verschrieben habe. Vielleicht können Sie das ja mal überprüfen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also Sie können es ja mal vorlesen, dann kann ich dann nachvollziehen, ob die Adresse auch korrekt ist. Ja, müssen Sie mir. Ich habe ihn wieder zurückgegeben. Wenn Sie mir Ihren Personalausweis zeigen, kann ich das machen. Ja, also nur, Sie sollten das mit Ihrer Datenbank abgleichen, weil ich hatte das damals angegeben und ich hatte das Gefühl, dass der Kollege den Ausweis irgendwie nicht korrekt beantragt hatte. Ich gebe ihn zurück, also ich habe ja schon... Drück noch mal Windows-Taste. Dafür reicht mein Rang auch nicht. Drück noch mal Windows-Taste. Hab ich schon. Ja, aber Sie haben doch jetzt gar nicht kontrolliert. Sie müssen das doch mal an ihrer Leitstelle durchgeben. Es ist doch für mich wichtig. Ich muss doch die richtige Adresse auf meinem... Der Kollege sitzt im Auto, habe ich doch gesagt, dass der da leichtlich telefonieren soll. Okay, aber ich habe gar nicht gehört, dass Sie die Adresse durchgegeben haben. Deswegen war ich nur verwirrt. Ich habe noch nicht den Ausweis gesehen. So, passen Sie auf. Ich nehme mal mit, ich zeige dir mal den Kollegen. Ja, zeigen Sie dem mal eben den Kollegen und dann kommen Sie alleine bitte wieder, weil wir müssen was Dringendes besprechen mit Ihnen persönlich. Ja. Der ist echt gemein, der sollte meine Adresse vorlesen. Der hat die gelesen, hat sich gedacht, fick dich. Zeig mir mal dann nächstes Mal vor. Ja, kannst du gerne vorlesen. Jetzt bin ich wieder ganz bei Ihnen. Er muss ihn mir erstmal wiedergeben, glaube ich, damit ich den, oder? Naja, nee, verwundert, dass du bei mir drücken. Meine das geht irgendwie nicht. Geht nicht. Ach, okay, ist nicht schlimm. Also, okay, junger Mann, warum ich Sie alleine sprechen wollte, ja? Es gibt ein Problem, das wir haben. Aber ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein, ja? Der Wagen ist voller Kokain. Aber jetzt rasten Sie nicht aus, ziehen Sie keine Waffe, ist alles gut, ja? Die Sache ist die. Sie kennen mich ja, den Herrn Jack Pennyworth. Ja, und ich habe in ein neues Unternehmen investiert. In eine Pferderennbahn auf Stratis. Und ich bin da ganz offen und ehrlich, ich möchte die Wetten manipulieren. Und dafür brauche ich das Kokain, um die Pferde zu dopen. Ja, wenn Sie uns gehen lassen, ja, dann sorge ich dafür, dass Sie immer erfahren, welches Pferd gewinnt. Und so viel Geld können Sie im Polizeidienst nicht verdienen, da verdienen werden an einem Wochenende. Kurz für den LKW gehen, am Ende sieht das noch die Überwachungskamera, aber der Kollege hört noch was mit, du. Hör dir an. Sehr gut. Sehr gut. Sind die alle korrupt hier, oder was? Ja, nicht alle, aber... So, was sagen Sie dazu? Ja, soll ich Ihnen die besten Deals immer sagen, welches Pferd gewinnt? Nur so als Hinweis. Es kann auch sein, dass er mal auf einem Pferd reitet. Selbst wenn das gedopt ist, es wird nicht gewinnen. Nur so als Hinweis. Okay, ja, ich bin gerade ein bisschen, ich habe nicht gesagt, dass Sie ja gerade einen LKW voller Kokain vor mir stehen haben. Sie müssen das nicht als Kokain sehen. Sie müssen das als Nahrungsergänzungsmittel für Vierbeiner sehen. Vierbeiner, also gibt es nicht nur Pferde, oder wie? Ja, Pferde haben normalerweise vier Beine. Also ich weiß ja nicht, welche Pferde Sie so kennen, aber vielleicht... Ich kenne viele Pferde. Ja gut. Moin, Kollege, es geht heute... Also Pferde sind schöne Tiere, Pferde haben vier Beine und sind ganz schön. Ja, also die Pferdestärken dieses Fahrzeugs laufen sich auf 320. So viel hat es sogar. Korrekt, ja. Genau so ist es. Bei dem Gewicht. So viel. Bei dem Gewicht.
Aber Kollege, ich habe noch was, was du überprüfen musst. Super gut. Hast du jetzt die Adresse von Herrn Mentor überprüft? Ja. Der arme Kerl. Okay, jetzt musst du den noch anmachen, dass das nicht Herr Mentor, sondern Herr Mentor heißt und israelisch ist oder so. Das ist ein israelischer Vorname. Ja. Hallo, sind Sie eingeschlafen? Hallo? Hallo? Ja, ich glaube, Kollege, du hast ihn noch nicht gefunden. Du suchst sozusagen. Geh nochmal Leitstelle nach. Ich glaube, der hat sich dreimal verschrieben, als er meine Adresse überprüfen wollte. Geh so mal Leitstelle nach, Frank, Kollege. Ach, Gebruch. Das ist auf, hopp. Oh, jetzt ist er auf einmal verschwunden. Ich glaube, der ist gerade nur mach gefallen. Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, Sie können mich dann anschreiben, Sie haben meinen Ausweis. Ich lasse jetzt mal weiterfahren, ne? Super, nur für Pferde. Machen wir. Nur für Pferde, ja? Nur für Pferde, genau. Für Pferde. Ich sag Ihnen Bescheid und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Genau. Und vielen Dank. Ich muss jetzt nämlich auch meinen Kollegen suchen gehen. Vielen Dank. Und bitte informieren Sie mich wegen der Adresse, ob die korrekt ist. Das wäre sehr nett von Ihnen. Tschüss. Mach ich. So! War ja ganz witzig. Oh nein! Es hat funktioniert! Ja, aber was. Junge, ich finde es so schade, dass der den Adressnamen nicht vorgelesen hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die Zuschauer fragen sich jetzt: Was ist das wohl für eine Adresse? Wie lautet sie? Ja, das lassen wir doch offen. Das bleibt doch ein Geheimnis. Ja, genau. Die denken sich jetzt, das ist irgendwas Komisches, Perverses. Nein, 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 sowas ist es nicht. Das wird es niemals sein. Wir haben nur jetzt ein Problem. Was haben wir für ein Problem? Wir haben das Auto jetzt voller Drogen und in einem Minute Server restart. Nein, nicht ernsthaft! Und er sagt doch, das passt wahrscheinlich noch. Oh. Da habe ich aber überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das hab ich guck gerade auf die und denke so, oh Scheiße, weil als der Typ dann sich nicht mehr bewegt hat, habe ich gedacht, auf diese. Ja, aber eigentlich war ja auch gesagt, dass. Ach, ist egal. Ich will mich da jetzt nicht weiter reinsteigern. Egal, eine lustige Situation. Ja, toll. Und wo kriege ich jetzt die Kohle her für die nächsten Aufnahmen? Der Rainer Farm für dich, ne, Rainer? Ja, der Rainer Farm für mich. Rainer. Ich hab noch ein bisschen was auf dem Konto auch. Ja, jetzt ist auch gerade Server Restart, super. Ja, also nur mal kurz zur Aufklärung für die Zuschauer. Wahrscheinlich seht ihr das jetzt irgendwie in Video gecuttet oder so. Ich nehme halt meistens immer auch irgendwelche Touren auf, weil man nie weiß, was passieren könnte. Und wenn dann irgendwas passiert, dann schneide ich das für euch raus, damit ihr das natürlich dann auch betrachten könnt. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Ja, und falls das jetzt das Ende des Videos ist, bis zum nächsten Video. Du darfst Tschüss sagen, Benjamin. Ach so, ja. Tschüss. Oh mein Gott. Tschüss.